So. Mal gucken, ob wir den mal besiegt bekommen hier. Packung. Komm her, du. Mann, 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 das ist ein Spacko, ey. Das ist gar nicht so leicht, die zu treffen jedes Mal. Ah, shit. Da haben wir einen Lauf gehabt, ne? Hätte ihn haben können. Okay, warte mal noch ein bisschen. Oh, nee. Oh. Warum haut er nicht? Gibt's doch gar nicht. So. Wow. Das ist eine enge Kiste jetzt hier. Komm her. Finish him. Alter Schwede. Puh. Das war's für dich, du Spacko. Das Nacho-Ding ist nur für mich bestimmt, oder für gar keinen? Ich glaube eher für gar keinen. Sie wollten, dass ich die Maske ablege. Aber das konnte ich nicht. Sie ist ein Teil von mir. Ich habe sie gerettet. Hust, hust. Das ist nur der Staub von diesen ganzen Löchern. Er setzt mir im Hals fest. Und wieder mal habe ich die Welt gerettet. Okay, wieder ab im Schlangentempel. Hey, weißt du noch, wie ich gesagt habe, wir würden bis zum Ende der Welt zusammen sein? Ganz so wörtlich hätte ich es nicht gemeint. Ach, Chivo, das ist doch ewig her. Picky. Deine Knochen sind so glänzend wie an dem Tag, als wir uns begegnet sind. Oh, bitte. Was ist eigentlich passiert mit uns? Du warst so beschäftigt. Du warst besessen von La Lucha. Ach komm, jetzt bin ich wieder schuld. Du bist so stur.
Ich habe mir geschworen, ich würde nie. Warum bist du so ein Vollidiot? Er hat es geschafft, die Löcher sind weg. Guck, da bin ich. Was ist passiert? Oh. Armer Salvador. Wir haben es geschafft, Juan. Wir haben das Maximum gerettet. Also dann wollen wir dich mal zurück zu deiner Familie bringen. Kein Problem, ich öffne fix ein Portal für dich. Abracadabra, bitte sehr, ein Portal. Mein Stab muss abgestürzt sein. Lass mich mal eben aus und wieder einschalten. Du hast die Reliquie wiederhergestellt. Die Reise zwischen Zeiten ist nicht mehr möglich. Er steckt fest. Sie hat recht. Es tut mir leid, Juan. Halt, Juan! Juan wird also für immer in dieser Zelle feststecken? Oh. Er hat nur gewährt Zugang zu all den anderen Zeitlinien, aber es muss ein ziemliches Wehrwahr sein. Aber eigentlich für den Älteren alle Zeitlinien. Alle Zeitlinien. Alle Zeitlinien. Das Portal bricht zusammen. Juan, nein! Geh nicht zurück da rein, du wirst dich nur für immer verlieren. Oh, gucken, welches Zeichenzelle ich lande. Oh, verflucht, ich stamme auch nicht aus dieser Zeitlinie. Oh, ob ich wieder zurückgekommen bin? Das Schicksal wird es zeigen. Oh, es gibt so viele Türen. Ach du Scheiße. Tja, alle auf der Welt sind wieder glücklich im Maxiversum, außer wir, denn wir sind wahrscheinlich nicht zu Hause gelandet. Oder vielleicht doch. Mal einen Epilog anschauen. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder bei unserer Familie. Ah, schön. Ist das hier nicht herrlich? Guacamelee 2, sehr zu empfehlen, sage ich euch. Aber mit Frustfaktor. Es ist wirklich schwer teilweise. Und wie ihr gesehen habt, ich habe auch nicht alles geschafft. Aber jedenfalls die Geschichte durchgespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Abo da. Oder jedenfalls einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Das wird mir auch schon reichen. Sonst schaut vorbei in anderen Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.